Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Das ist die Rolle von Hermann Göring. Werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit erneuten Armee vereinigen. Looks like it's sweeping time! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Pink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Oh, no. Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ich sehe, was ich machen kann. Hören Sie den Beschuss nicht? Ich fürchte, das wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Zum Beispiel. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein Pavel Faulpelz! Was hat er daraus gemacht? Müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berliner Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn!
Also Bormann kann man noch entdecken. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Während wenn man Hitler, Goebbels, Göring spielt, hat man schon eine verhältnismäßig große Bürde. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Es fällt mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man... Was? Die Logik der Frau.